Hallo Freunde, willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival. Ja, immer noch 1.8. Ich bin wieder da. Ich bin in der Zwischenzeit rumgedüst. Immer mal wieder kurze Zeit und war auf Shopping-Tours. Ich war bei den Polarissen. Ich habe leider keine Zeit gehabt, irgendwie vernünftig Video aufzunehmen. Bei mir im Real Life geht es seit Dezember drunter und drüber. Ich komme nicht zur Ruhe. Deswegen gab es jetzt halt leider mal wieder 14 Tage lang keine Videos. Wie dem auch sei. Momentan sieht es ein bisschen besser aus. Wie gesagt, ich war bei den Polarissen einkaufen und wir haben. Kannst du bitte mal bremsen? Danke. Und wir haben endlich mal das Material zusammen, um den großen Reaktor einzubauen. Das würde ich dann doch gerne mit euch machen. Ich habe immer noch keine Lampen installiert, gell? Also Marginallampen, ne? Müssen wir uns eigentlich auch mal wieder dran machen, irgendwie hier mal das Schiff noch ein bisschen hübsch zu kriegen. So, hier soll das gute Stück rein. Maus hat auch einen Wackelkontakt irgendwie. Dann wollen wir doch mal unseren gutsten Konstruktor konsultieren, dem müssen wir natürlich erst die ganzen Bauteile verfüttern. Die habe ich jetzt hier in meinem. Nee. In meiner Shoppingkiste. Da brauchen wir die Heat Exchanger. Ach, da ist voll. Deswegen sind die da drüben, weil hier voll war. Ne, Ziele hat man wieder nicht aufgeräumt. Ach, es ist doch immer wieder das Gleiche mit dem Kerl. So, Medicals. Dann schmeißen wir das hier schon mal in unseren Medizinkoffer. Dann hätten wir da schon mal ein Stückchen weniger Gelumps rumfahren. Dann zu den Consumables können wir den ganzen Mistkram, wenn Platz wäre, packen. Was haben wir denn hier noch alles rumliegen, was nicht hingehört? Munition gehört hier auch nicht rein. Müssen auch ganz dringend mal anfangen, wieder Krempel zu verkaufen. Ich habe jetzt wirklich nur die ganzen Trading-Quests und sonstige Sachen stupide abgearbeitet, immer wieder Stück für Stück, um an die Bauteile zu kommen. Von meiner Fracht habe ich eigentlich so gut wie gar nichts verkauft. Da ist die Rüstung. Denn ich war da jetzt so damit beschäftigt, die Sachen zusammen zu sortieren. Ich weiß es auch nicht. Wenn ich das so drüber nachdenke, es gibt keinen sinnvollen Grund, warum ich es nicht verkauft habe, weil ich war ja bei den Polarissen. Und da gab es mannigfaltige Möglichkeiten, das Zeug loszuwerden. Aber wenn ich da so ernsthaft drüber nachdenke, nee, ich habe keine sinnvolle Erklärung, warum ich nicht verkauft habe. Ich war auch meinen Gedanken teilweise nicht unbedingt im Spiel gewesen, offenbar. So, aber das dürfte jetzt reichen, um das rüber zu haulern. So, wir waren hier bei den Commercials. So, Radiation Shielding, ein Core, das und das. Müsste eigentlich jetzt reichen für den Reaktor. Ein Fusionsreaktor. Ich habe mir schon fast gedacht, ne? Dauert gefühlte 2 Stunden. Wir machen mal die Schilde runter. Wir sitzen, schweben, liegen. Nein, wir schweben natürlich direkt hier bei der Sonne. Dürfte uns
normalerweise nichts angreifen. Habe ich noch Laternen? Eine habe ich. Das ist jetzt nicht gerade. Die Menge, die ich mir vorgestellt habe. Und da könnte man zum Beispiel eine Laterne noch setzen. Warum ist denn die Tür eigentlich rot? Die war noch nie rot. Und so richtig hell macht das Ding jetzt auch nicht. Und warum fliege ich denn überhaupt? Weil ich habe die Schwerkraft. Generatoren aus. Och Gott, wo sind die denn? Gravity Generators. Da schau mal einer, guck. Das macht ja auch so Sinn, dass die in den. Ah nee, doch, das macht Sinn, denn die CPU-Cores sind nicht sortiert. Okay, Rolle rückwärts. Ja, das ist perfekt. Und wenn man hier landet, wird man auch nicht zwingend geblendet. Nicht zwangsweise auf jeden Fall. Also, dass die Tür rot ist, das muss ich sagen, missfällt mir. Aber da kann man wahrscheinlich nichts dran ändern. Gut, dann ist das halt einfach so. Dann haben wir halt eine rote Tür. So, dich räumen wir nach Beleuchtung. Light. Und die Freunde da packen wir in den CPU-Raum. Ich erinnere mich, die hatten wir das letzte Mal aufgestellt. So, das war Core. Nö, den Knopf, der Knopf. Perfekt. So, was sagt der Konstruktor? Das ist ein anderer Konstruktor. Der Knopf wäre vielleicht ganz okay. Ah, wir haben es im Munitionsfach liegen. Sehr schön. Wollen wir noch mal schauen, was dieses schöne Stück uns hier an Freude bringt. Wow. Er macht heiß und er macht Musik. Er macht heiß. Er macht sehr heiß. Können wir dich ausschalten, Freund? Ja, danke. So, dann könnten wir natürlich, jetzt nachdem das Ding hier steht, wenn wir Verzierung hätten, auch etwas verzieren. Logischerweise. Wir haben einen Radioisotopengenerator. Den könnten wir eigentlich auch einfach mal da Gaudi halber aufstellen. Ich weiß nur noch nicht so genau, wohin. Boah, warum macht denn das so mega?
Die könnte man da reinstapeln, ne? Gucken, wie das aussieht. Das Problem ist, man kann die nicht mehr abbauen, wenn die einmal stehen. Wenn man den unteren mit Display nach vorne machen und die anderen mit Display nach hinten, dann ist das sogar halbwegs tragbar, ne? Und vor allen Dingen können wir den nächsten, der da oben drauf steht, Display nach hinten und auf den Kopf stellen. Dann geht sich das sogar halber aus. Das ist gar nicht mal so schlecht. Nicht übel, sprach der Dübel. Magst mich jetzt auf den Arm nehmen? Oh nee. Die sind aber ganz unangenehm gefärbt, ne? Ich kann das nicht noch greller grün stellen. Das missfällt mir jetzt natürlich auch sehr, dass diese Scheibe vorne dran sitzt, ne? Aber ach, dass da alles jetzt strahlt, ist jetzt auch egal. Dann strahlt's halt. Jetzt fällt es schon gar nicht mehr so sehr auf, dass die vorne dran sitzt. Ist ja nicht so, dass wir unsere Verstrahlung heilen könnten. Ich muss jetzt nur noch auf meinem Schiff die Krankenstation finden. Da ist sie ja auch schon. So, dann müssen wir uns duschen. Weg damit. Sehr gut. Ich bin da eigentlich immer sehr gerne durchgerannt durch den Laden hier, ne? Aber mit dem Freund da. Geht sich das so aus? Nee, geht sich nicht so aus. So, und da wird es jetzt halt tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller. Ach, jetzt komm aber. Ach, das hat auch noch einen Deckel oben drauf. Nee, ich wollte ja ein L, ne? Und das kann ich so nicht bauen, weil das würde nach innen stehen. Ach. So.
So, das wird mir doch jetzt schon gerade wieder zu blöd mit dieser Strahlenkrankheit. Schalten wir mal den Freund hier an. Und den Checkpack schalten wir auch an. Das können wir hier Bunny Hopping machen, bis. Naja, bis der Osterhase kommt, ne? So, dann noch einmal duschen und dann geht's weiter auf unserer Reise. Ja, das hat einen Hitpoint gekostet. Dann einmal Schilde bitte. So, die Tanks sind voll, die Munition auch. Das hat sich beim Farmen halt so alles ergeben. Jetzt wollen wir einfach mal hier ein bisschen rumfliegen. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem. Bisschen, ja, runter zu ist besser, wie hoch zu ist, fliegt komisch. Nach einem Zirax-Dingsbums Poi, wo ihr gesagt habt, Sektorkontrolle, glaube ich, hieße. Ja, Sektorkontrolle. Oh, das sieht hier sehr bescheiden aus. Jede Menge gefrorene Inferni. Desert Oasis. Das dürfte es nicht sein. Ihr habt irgendwas von Baron gemurmelt. Roselia, das klingt doch auch nett. Ansonsten, ich habe die letzte Quest hier noch offen von unserem Sniper. Da müssen wir 10 Zerax Bases platt machen. Da bin ich auch schon ein bisschen in Vorleistung gegangen. Ich meine, das ist jetzt nicht spannend, mir zuzuschauen, wie ich Zerax Bases erschieße. Herschalten. Das ist Desert. Das ist nochmal ein Desert Planet. Oh, hier hat es einiges. Da haben wir Baron. Da fliegen wir hin. Snow, Baron Moon, Baron Planet. Vielleicht haben wir ja Glück und finden was Spannendes. Gut, irgendeine Zerax-Poi zum Zerdeppern werden wir mit Sicherheit finden, dass wir die Quest beendet bekommen. Joa, nö. Okay. Abmarsch. Flieg, junger Adler. Plasmaturm. Wenn wir bremsen, dann würden wahrscheinlich auch unsere Geschütze treffen. Mit was legst du dich denn da an? Ah, noch mehr Sentries. Die kleinen Dinger, die er da erschießt, die kriegst du gar nicht erst, ne? Auf dem Bild angezeigt, da wie dem auch sei. Ist ja keine Herausforderung mehr für unser Schiff.
Was ich auch bei der Quest am Anfang tatsächlich übersehen hatte, war, dass man keine Raumbases über den Haufen schießen kann, was ich eigentlich sehr, sehr, sehr oder darf für das Quest-Update. Können tut man das schon, aber es zählt halt einfach nicht. Was ich wirklich sehr, sehr, sehr schade finde. Denn das ist mittlerweile. Nicht die Riesenherausforderung für unser Schiff. Eine Zirax Bastion, eine Zirax Battlement, die Thronebase, da fliegen wir mal ganz gekonnt dran vorbei. Die haben wir ja schon alle abgefilmt und ich bin wirklich kein so großer Fan von den Thronebases. Listening Port, Battlement. Ich könnte mal wirklich hier so ein Battlement einfach mal zerbomben. Das könnte auch zählen. Mit ein bisschen Glück. Das ist die kleine Pyramide, da waren wir auch schon drin. Oh, Silber. Sogar ein Groß. Kann man sich merken. Also nicht, dass wir jetzt irgendwo auch nur ansatzweise Ressourcenprobleme hätten. Tanksten ist immer so ein bisschen das Problem für die Gaussen. Das ist ein bisschen nervig zu farmen. Wolfram auf Deutsch, glaube ich. So zu 99%. Davon haben wir irgendwas Rotes im Alleingang stehen. Ein Weapon-Bunker. Ja, die Gaussen sind an, ne? Eigentlich sollte sie ja in absehbarer Zeit anfangen zu schießen. Jetzt hat er. Vorne gehen schon die Blöcke kaputt. Dürfte nicht mehr sehr lange dauern. Wir verlieren weiterhin Schild. Keine Ahnung, was auf uns schießt. Wahrscheinlich der Weapons-Bunker. Ne, unter uns sind Drohnen. Stabiles Ding, muss ich sagen, hm? Och, guck mal da, Rank Up. Oh, wir haben den schon durchgeschossen. Wir haben gleich den Kern mit rausgezimmert. Das war jetzt so nicht wirklich geplant, ne? Ja, so.
So, you have reached the highest security forces rank available to a UCH commander. Dankeschön, congratulations, Commander. Danke, danke. Sehr liebenswürdig. Es sind keine Ranks mehr verfügbar. Aber wir könnten eine neue Klasse auswählen und die ist nicht mehr gebuggt. Ja, Special Class, das möchte ich gerne fuhen. Ja, das hat's komplett, ne? Das hat's komplett zerhämmert, ne? Marksman sind wir ja durch. So, this is a debug option. Ja, okay. Eigentlich hätten wir es damit jetzt gefixt haben sollen, ne? Komm mal runter. Wenn nicht, machen wir die Revenge Quest. Keine Ahnung. Ach, da ist es ja. So, das haben wir. Und jetzt könnten wir doch Activate Mission. Ja. Okay, Few Marksman Statistics. Das haben wir wahrscheinlich gekriegt. Wir haben jetzt nur die einzelnen Kapitelbelohnungen nicht bekommen. Aber bis aussieht, sind die Damage Modifier wenigstens noch aktiv. Special Glasses. Irgendwas hat es da komplett zerlegt, ne? Ist nicht reparabel. Oder ich bin zu blöd, das zu verstehen. Lass uns damit bewenden. Ich hätte jetzt halt ganz gerne noch eine zweite Subclass gemacht, aber. Haben wir auch schon alles durch, ne? Bis auf die Main Quest. Da hat sich bis jetzt nicht mehr so viel getan. Dann machen wir doch die Kill Xerox Commander Quest. Wo habe ich mich denn jetzt dran festgebackt? Komm, hoch. Gibt's denn sowas? Jetzt, Sattler. Gut, dann hängen wir uns wieder in die Luft. Hängen wir uns in die Luft. Und schalten die Triebwerke aus. Ach, hier draußen ist es mal wieder eklig. Will ich jetzt mit der Kleinen auf dem Planeten? Ja, ich will mit der Kleinen auf dem Planeten. Wir sind ja schon auf dem Planet quasi. Ist ein Loch im Keller. Ey, wer schießt denn da? Schweinerei.
an der Tonne gesehen. Sehr schön. Nee, die Richtung. Genau genommen dürfte hier eigentlich jetzt 0. Besatzung wohnen. Oh ja, mir fällt ein, ich war hier schon öfters mal und bin kläglichst gestorben. Die kann richtig böse sein, die Poi. Umso besser, dass wir sie ausgeschaltet haben. Wenigstens das gute Essen looten, bevor es vergammelt. Ja, aber die macht auch Spaß, muss ich sagen. Also, wenn man sich jetzt hier nicht wirklich so wie ich durchmogelt. Die ist an für sich gar nicht mal so schlecht. Die Poi. Oh, schön. Danke sehr. Ich war nicht dran gewöhnt, die einfach so aus dem Leben zu schießen und dann aufzulooten. Das ist jetzt für euch sehr unspannend, aber. Oh, wir sind außerhalb Reichweite. Na gut. Aber mir ging es ja primär darum, die Quest zu lösen. Und die nächste Quest anzunehmen. Aber leider, wie gesagt, ist es ein bisschen zu buggy. Was wir machen können, ist natürlich einen komplett neuen Spielstand anfangen. Und einfach das Inventar und das Schiff. Also das Schiff mit Inventar rüberziehen und den Charakter resetten. Dann müssten wir zwar wieder auf Level 1 anfangen und alles freischalten, aber das ist jetzt nicht so die. So das Riesenproblem. Das ist schön, wenn man da um 90 Grad verdreht andockt, dann wird man gleich in seinem Schiff ausgespuckt. Wie sieht denn das eigentlich jetzt strommäßig aus? Wir fliegen gleich mal. Safe Template. Das ist auch immer mal eine gute Idee. Eigentlich dürfte der Fusionsreaktor mal so überhaupt gar keinen Strom brauchen, denn er fusioniert ja und frisst kein Promethium. So, komm, hier machen wir mal jetzt auf Autopilot. Maximale Beschleunigung. Das ist es aber nicht. So. Das andere war Boost. Ja, 8% Power, ne? Da schießt uns jetzt so schnell nichts mehr in den roten Bereich, was die Energie angeht. Ich denke, spätestens jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, die Plasma auf dem Schiff zu montieren. Siebenhundertfünfundachtzig Megawatt. Da können wir wirklich tatsächlich aus allen Öfen schießen, die wir haben. Da könnten wir sogar komplett noch mehr Energiewaffen draufsetzen, so richtig mit diese. Schaut mal das an, ist das nicht nett? Hat eine Atmosphäre. Diese, wie heißen sie? Ich will jetzt aber da trotzdem noch mal kurz runter.
die Karte inspizieren. Diese Infrarotstrahlen-Dinger da. Okay, da haben wir einiges nicht. Nicht entdeckt. Dann halten wir dann doch mal direkt davon auf den Knüppel zu. Ordentlich. Okay, das sind jede Menge Anti-Aircraft-Turrets. Zirax-Tempel. Mehr Vehicle-Ports. Listening Port, Embattlement. Was das da in der Mitte ist, weiß ich nicht. Das hat keinen Namen. Sector Command, da haben wir es doch. Gut, dass wir nochmal abgetaucht sind. Da haben wir Beschäftigung, bis wir diese ganzen blöden Dinger abgeschossen haben. Ein großer Vehikelport. Im Idealfall möchte ich natürlich jetzt nicht hinterrücks von den ganzen Türmen angeschossen werden. Dann werden wir mal hier so Stück für Stück den Weg freischießen. Cutscene. So, das Ding lebt noch, das heißt, wir können da schon mal vorsichtig einen Blick hineinwerfen. Ausrichten. Dann legen wir jetzt einfach mal den Bauch auf das Haus da. Pack das Zeug in den Kühlschrankzieher, du Nasenbär. Medicals. So. Und jetzt machen wir noch die Triebwerke aus. Dann nehmen wir die Ego-Perspektive. Wenn ich ehrlich bin, ich habe ja schon ein bisschen Bauchweh vor diesem Sektor-Command. Ihr habt ja gemeint, da würde ich meinen Meister finden. Oh, komm.
Oder so. Das sind Drohnen. Warum schießt denn mein Schiff die Drohne nicht runter? Weil ich aus irgendeinem unbekannten Grund die Waffensysteme ausgeschaltet habe. Ja gut, ich meine, Dummheit muss bestraft werden. Gewöhnlich sind die bis jetzt immer noch gespawnt, aber offensichtlich sieht es so aus, als wäre Ruhe. Der Kern ist aber noch drin. Das scheint die Poi aber überhaupt nicht zu interessieren. Die möchte nicht spawnen. Die anderen hatten gespawnt. Da bin ich ja wie oft gestorben. Spawnen sie garantiert nichts mehr. Schöner Loot. Jetzt könnte man natürlich wieder hingehen und einfach mal so den wahren Eingang spammen. Ja gut, da hat halt irgendwie diesmal die KI keine Lust gehabt, die Regeln zu überschreiten und hat sich hier einfach damit begnügt, aufzugeben, wenn der Strom aus ist. Bitte ich. Deutlich begrüßenswerter, wie ohne Strom trotzdem Gegner zu spawnen. Aber in dem Spiel habe ich schon die kuriosesten Sachen erlebt mit der KI. Im positivsten wie auch im negativsten Sinne. Da muss man also auf alle Überraschungen gefasst sein. Ah, wahrscheinlich habe ich die Schubdüsen ausschalten wollen und habe aber die Waffen ausgeschaltet. Das kommt im besten Hause vor. Boah, das Ding ist aber auch wirklich mit RCS, ne? Kannst es kaum steuern. Ohne RCS schläfst du beim Fliegen ein. Echt. Dann tu wegen mir Kopf überparken. Ah, oh, wir sind nicht umgefallen. Na gut. Wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen mit diesen Anti-Aircraft-Turrets, ob wir die auch einfach so aus dem Leben schießen können. Ich muss mal wieder Dino-Eintopf kochen.
Anti-Aircraft-Turret. Die sind nicht weiter. Die sind nicht weiter wild. Die beeindrucken mein Schiff mal so gar nicht. Ich glaube, da hat sie mehr Probleme mit den Drohnen wie mit den Turrets. Ach. Ja, mach du nur mal. Ich komm dir gleich rüber und dann hast du mal Geschütze gehabt, Freund. Ich muss mir hier nur eine Einflugschneise bauen. Der da will noch. So, der hatte. Und da ich ja jetzt kein großer Spaßverderber sein möchte, werde ich jetzt meine Turrets umstellen, dass sie die Waffen runterschießen. Also ich muss ehrlich sein, würde ich jetzt offline spielen ohne Kamera würde ich wahrscheinlich probieren, die Generatoren rauszubolzen. Aber das ist gut bewaffnetes Teil und wenn meine nichtsnutzigen Waffen auch überhaupt mal gar nicht angreifen wollen, kommen wir da auch zu überhaupt keinem Ergebnis. Gut, ich werde jetzt Schild aufladen, ein paar Mal rein, ein paar Mal raus. Irgendwann mal werde ich die Waffen unten haben. Und dann, wenn wir an dem Punkt sind, werden wir das Ding natürlich mit Kern und mit Generatoren zu Fuß betreten und schauen, wie weit wir kommen. Das machen wir allerdings in der nächsten Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Denkt an ein Abo und natürlich an die Kommentare. Schreibt mir da gerne eure Fragen, Meinungen, Kritik, was auch immer unten drunter. Ich lese es gerne durch. Ansonsten wie immer danke, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Zieler. Macht's gut. Ciao, ciao.